Stückchenweise, ganz langsam haben wir uns bislang vorangekämpft. Schrittchen für Schrittchen, Städtchen für Städtchen, Schiffchen für Schiffchen, Gegner für Gegner. Als nächstes wollen wir die Schotten angreifen. Ach nein, Quatsch. Das war unser Plan. Bis eben. Christian und ich haben eine kleine Pause gemacht, eine Drehpause, waren Nudeln essen und haben uns dabei nicht nur mit Tomatensauce bekleckert, sondern hoffen uns auch mit Ruhm bekleckern zu können mit folgender genialer Idee, die das Hirn von Christian ausgebrütet hat. Ein Doppelschlag. Ich möchte gerne einen Doppelschlag durchführen. Doppelter Enthauptungsschlag auf die beiden jeweiligen Hauptstädte. Zeitgleich, denn das ist eine Besonderheit bei Sif. Eine Siegbedingung, die da lautet: Der Dominationssieg, allen feindlichen Kräften ihre Hauptstadt abnehmen, das Spiel ist gewonnen. Und davon sind wir gar nicht so weit entfernt. Wir haben das jetzt schon gemacht, jetzt gerade bei den Amerikanern. Und schauen wir uns die beiden Gegner an, die noch verblieben sind. Die Schotten und die Arshel Kishk und ihre aquatische, kopftuch-orientalische Wasserfraktion. Die ist hier südlich, der Amerikaner, der Ex-Amerikaner, das sind drei Städte hier, das ist die Hauptstadt, die ist immer markiert mit einem großen Stern, das ist die ARD, ZDF ist nicht da, das ist die einzige Stadt, die wir uns holen müssen bei denen, dann haben wir schon die fertig gemacht und zeitgleich die Schotten, also die sind südlich von den Amerikanern und dann gehen wir Richtung Westen oder wir könnten auch Richtung Osten gehen und stellen fest, das sind die Schotten und... Die sind gar nicht so weit entfernt von Lenas Lagune mit ihrer Hauptstadt Deep Castle. Das Deep Castle. Und wenn wir uns die holen und wir produzieren ja hier Schiff um Schiff in unseren Städten, dann war's das. Und das machen wir jetzt auch. Und was auch heißt, was wir nicht schnell genug produzieren können, das kaufen wir uns. Genau. Diplomatische Deals sind jetzt aus. Wir nutzen unser diplomatisches Kapital nur noch dafür, Schiffe vom Stapel laufen zu lassen. Und wie gut, dass diese Städte auch schon hier uns gehören, dass da kein Widerstand ist und nichts, denn dann können wir hier entsprechend schnell schon mal machen. Hier wird ein Arbeiter produziert, auch da könnten wir. Ja, den lassen wir weiterlaufen, das ist kein Problem. Ja. Wir haben hier auf jeden Fall genug an Schiffchen. Das machen wir alles weg, das haben wir in der letzten Runde schon alles abgearbeitet. Genau, eine Runde weiter. Was wir uns schon überlegen könnten, wären vielleicht ein bisschen hier an Gold und an Wissenschaftspunkten auszugeben, um hier schon mal zu kaufen. Können wir schon? Nee, können wir nicht, weil in Peripheria, das ist die Stadt, die am nächsten ist. Da sitzt leider schon eine Einheit drin und blockiert den Bauslot, das U-Boot. Genau, da müssen wir erst ein Weilchen warten. Das ist aber nicht so schlimm. Nee, das macht nichts. Eine Runde weiter. Reicht denn das, was wir an Schiffen haben im Osten, rund um die Hauptstadt? Ich denke schon. Im Osten reicht das, im Westen haben wir diese 1, 2, 3, 4, zweimal Nahkampf, zweimal Fernkampf und es kommen noch zwei weitere reingefahren von der Verstärkung. Was ich mal gerne noch machen würde, wir haben einigen Einheiten weite Bewegungsbefehle gegeben, die nochmal kurz überprüfen. Die Einheit ist es nicht. Da sieht man leider nicht, wo die hinfahren. Ach, das wird nicht angezeigt. Dann klicke ich einfach hier auf hin, dass sie hier stehen bleiben sollen. Dann gucken wir uns die nachher an. Die haben auch ihre Bewegungsbefehle noch. Die kannst du direkt geben jetzt. Ihre Bewegungspunkte noch, ja, genau. Die kannst du direkt, lass sie einfach Richtung Susis Geschenk fahren, da sind wir gut. Oder hier südlich dran schon mal in Position bringen. Genau. Kann ich schon ein bisschen spionieren. Ja, genau, dann sehen wir schon mal, wie stark die Verteidigungsstärke dieser Städte ist. Den Kreuzer hinterher, wohl der sollte sich heilen in Susis Geschenk, der ist ein bisschen kaputt. Ja, da braucht er aber lange. Oder sollen wir ihn da heilen lassen, wo er ist? Weil sonst fährt er nur oben den langen Umweg, um Zeit zu sparen, um da zu heilen, weil das schneller geht. Ja, das kommt dann auf 1:1 raus. Genau. Das Patrouillenboot spioniert, der Kreuzer fährt nach Susis Geschenk, bitte. Doch nach Susis Geschenk. Nein, der ist ja 4 Felder schnell. Kein Problem. Also muss nicht in die Stadt rein, das ist mir egal. Ganz klar. Er heilt aber nur, wenn er sich nicht bewegt hat. Jo, dann los. Ich hätte ihn da stehen gelassen. Nee, da heilt er zu langsam. Nächste Runde, weiter geht's. Was mit der Einheit hier? Hat sie schon. Die hat sich noch nicht bewegt. Die muss auch nach Osten. Die fährt jetzt nach Osten. Einfach mal durch. Die hat mir, glaube ich, schon Befehl gegeben. Was ist das hier? Handelskarawane. Genau. Das ist auch eine... Alles klar. Klick nächste Runde einfach. Okay, auf geht's. Wenn sich eine Einheit noch meldet, wird sie sich melden. Und Duncan News zieht, Arshel Kishk zieht, noch können die ziehen. In der Punkteliste liegen wir weit vorne. Kurze Erinnerung, wir spielen nicht nur eine Preview-Version, wie wir auch schon an dem einen oder anderen Bug hier gemerkt haben, an einem Fehlerchen, der noch im Spiel ist, sondern wir spielen auch auf normalem Schwierigkeitsgrad, also auf einem relativ schwachen und da kann das dann schon mal passieren. Oh, eine diplomatische Transmission. Er möchte... Er bietet uns eine Diplomatie pro Runde dafür. Will er 6 Diplomatie pro Runde? Vor allem diesen Deal hatte er schon mit uns. Wieso wird er denn jetzt erneuert? Also raus. Ja, I don't think so. Dankeschön, Duncan. Kann es sein, dass die nach einer Weile erneuert werden müssen? Bei uns nicht, bei denen vielleicht. Erklär mal, warum die so wenig Furcht vor uns empfinden.
Wir haben doch eine riesige Flotte. Vielleicht weiß er nicht, dass wir eine riesige Flotte haben. Vielleicht müssten wir die vor seinen Grenzen auffahren lassen. Furcht und Respekt, das sind die beiden Werte. Mhm. Sehr, sehr dubios. Also, Dankeschön. Tschüss. Ihr merkt, ich bin ein bisschen hektischer und ein bisschen temperamentvoller jetzt. Ich giere jetzt danach, hier Nägel mit Köppen zu machen. Warum wird in Lenas Lagune gehungert? Ist uns egal. Ist in dem Rahmen noch Schnuppe? Wahrscheinlich ist eine Handelskarawane ausgelaufen oder wir sind mittlerweile so ungesund, dass hier minus Futter generiert wird. Primeria. Ja gut, das wussten wir. Ja, die hungern auch. Die hungern noch, weil die noch am Randalieren sind. Ja, egal. Das können wir auch nicht beeinflussen. Nein, können wir nicht. Einfach weg. Ein Kreuzer, der fertiggebaute in Lenas Felsen, hat eine Erfahrung. Bitte einmal ab nach Osten und vor der Tür von Duncan Hughes parken. Und mit dem Kutter ziehen wir Richtung Süden. Mhm. Mach hier lieber einzelne Bewegungsschritte, bevor wir uns hier diesen Kanal blockieren. Mhm. Das ist die Nahkampfeinheit, die brauchen wir gleich zur Eroberung der Stadt. Genau. Hier, der hat ein Algenbett gebaut, der kann da direkt weiter auf die Ölquelle vielleicht. Strategische Ressourcen helfen uns immer. Und eine Runde weiter. Wir müssen es ein bisschen sputen. Mhm. Hat Christian ja schon aufgelöst, wegen seines Blutdurstes. Ansonsten würden wir hier wie gemütlich weiterspielen. Übrigens, erinnert ihr euch, was wir in der ersten Folge gesagt haben? Diese Vorabversion, die wir hier bekommen haben, ist gedeckelt auf 150 Turns, auf 150 Runden. Noch ein Argument dafür, dass wir ein bisschen Gas geben sollten. Und das machen wir auch. Genau, in Runde 113 sind wir bereits. Der Explorer hier darf heilen. Das war der im Miasma so brav ausgegraben hat. Nächste Runde, sonst weiter ist nichts passiert. Mhm. Das war eine kurze Runde jetzt. Ja, das war, glaube ich, keine komplette Runde, sondern der hatte einen Bewegungsbefehl, diese einzelne Einheit. Da konnte die Runde nicht durchgeführt werden. Ah ja. Juhu, neue Technologie. Fabrikation haben wir geschafft. Und haben dadurch viele Möglichkeiten. Einen Flugzeugträger vor allem, den wir jetzt gar nicht mehr brauchen. Den brauchen wir, den nehmen wir schon mal mit, aus Sicherheitsgründen. Den bauen wir in einer der Städte auf jeden Fall. Eine Legierungsgießerei, super. Das ist schön. Gucken wir mal da, wo wir Titan haben. Das ist einer der beiden Städte, wo wir gerade sind. Eine Torpedoabwehrbatterie, Verteidigungssystem für Wasserstädte. Mhm. Und ein Dom, ein Geländeausbau. Sehr schön. Also, wo haben wir die Titanmine hier? In Lenas Plattform. Dann würde sich da... Oh, da sind ja kurz... Dann lieber bauen wir hier lieber in die Bauschlange noch ein Schiffchen rein. Mhm. Und zwar einen Flugzeugträger... Wo ist er denn? Bei C wie Carrier. 4 Runden. Genau, und dem schicken wir dann später ein Taktjet hinterher. Dann laden wir da rein und dann wieder mit dem Taktjet losfahren. Da können wir auch direkt nach Lenas Plattform nach dem Carrier. Der ist ja langsamer unterwegs. Auch dann schon mal... Ich hoffe, der ist schnell, der Taktjet. 2 Runden, das sollte der schaffen. Ja, das schafft er. Stellen wir den in die Bauschlange ein. In die Bauschlange. Neue Forschung. Ich weiß auch schon ungefähr, was ich gerne hätte. Und zwar irgendwas, was uns einen Punkt in eine Affinität bringt. Und zwar, der schnellste Affinitätspunkt wäre jetzt Alien-Genetik. Der bringt uns zwar keine direkte Einheit, dafür aber verbesserte Affinitätspunkte. Und die hättest du gerne aus einem militärischen Grund. Aus einem militärischen Grund, um unsere Einheiten verbessern zu können. Dauert 8 Runden, aber könnte hinkommen. Was kriegen wir denn dafür Boni raus? Nicht zu spät. Ich kann auch nachgucken. Ich kann auch hier oben nachschauen. Ah ja, plus ein Kultur aus Bio-Quellen und noch ein... Ah ja, plus ein Wissenschaft aus Xenomasse. Ja gut, das ist egal. Vernachlässigbar. Gehofft wie gesprungen. Mhm. Produktion wählen in... Peripheria. Es wird Gehalt und Gehalt. Wir sind ja mittlerweile hier. Bau doch hier mal bitte einen. Die hat nicht so wahnsinnig viel Produktion. Für die wünsche ich mir einen TechNet-Hub. Einen Satelliten, einen Kampfsatelliten. Den wäre auch vielleicht ganz gut, überhaupt 2 zu haben für jedes Angriffsziel ein. Genau. Und der dauert hier nur 2 Runden. Der würde mir hier sehr gut in den Kram passen. Den hängen wir dann so ungefähr vor ARD auf. Einen Gegensatelliten. Sollen wir nicht gleich einen zweiten auch hier in Auftrag geben für die andere? Nee, ich schreibe es auf die Festplatte in meinem Hinterkopf, den bauen wir an einer kleineren, weniger wichtigen Stadt im Osten. Ach, erstes Mal, dass es hier Spionage gibt.
Pfui. Eine verdeckte Operation in Lenas Felsen. Wir haben doch selber noch gar keine Spionageabwehr. Wir hatten uns ja bislang noch gar nicht darüber unterhalten, welchen Kriegsgrund wir brauchen gegenüber Duncan Hughes und Asche Kisch. Jetzt bekommen wir einen auf dem Silbertablett geliefert. Genau, es wird bei uns spioniert. Das können wir nicht aushalten. Hört euch bitte die ehrlich gespielte Empörung in Christians Stimme an. Es ist mir ja noch nie vorgekommen. Spionage bei uns in der Krieg! Und es gibt natürlich auf der Erde, da wurde das anders geregelt im Rechtssystem. Da galt es ja, wer irgendeiner Tat verdächtigt ist, der muss erstmal überführt werden, hieb- und stichfest, um bestraft zu werden. Fremde Welten, neue Gesetze. Zwei Verdächtige, Duncan Hughes und Asche Kirsch. Wer ist das? Ist das unser Problem? Das ist nicht unser Problem. Ich glaube, dieser Spruch dazu heißt in dubio contra reo. Ja, ganz genau. Im Zweifelsfall gegen die Angeklagten. Also, der Hunger ist uns jetzt gerade egal. Das wird sich schon wieder einrenken. Wir können kurz vor dem Angriff auf die beiden noch ähnlich formulierte Botschaften abschicken. Eine Duncan Hughes, die da lautet, beschwer dich bei Asche Kisch, das will ich angreifen. Genau, und einen bei ihr, beschwer dich bei Duncan Hughes, das will ich angreifen. Hunger in Primeria, kein Wunder, können wir nicht beeinflussen, wenn die Leute halt da unbedingt glauben, Widerstand leisten zu müssen. Ja, wirklich. Hunger in Lenas Lagune, das kriegen wir auch bald wieder gebacken. Das ist im Augenblick nicht so wichtig. Ja, das war bestimmt, weil wir die Stadt bewegt haben und dann hat die irgendwie ein Futterfeld verloren oder irgendwas in der Art. Übliche Sperenzchen hier. Genau, fahr doch mal in Richtung ARD, dass wir sehen, wie stark diese Stadt verteidigt ist. Die steht jetzt schon auf 65,2, das könnte ein harter Brocken werden. Ja, da brauchen wir doch etliches. Wie stark ist die andere denn? Also 65,2 seht ihr am linken Bildschirmrand bei der ARD. Aber hier 37,4, obwohl da haben wir schon lange nicht mehr vorbeigeschaut. Das könnte in der Zwischenzeit stärker geworden sein. Ist es dann so klug, dass wir den... Ja, dann schicken wir da schnell ein Schiffchen rüber. Ja, das nächste Kanonenboot ist gleich fertig, das kann da hinfahren. Aber ist es dann so klug, den Flugzeugträger in Lenas Felsen zu produzieren? Vielleicht braucht man den mit den Taktjets ja doch dann bei Asche Kisch und bei der ARD. Ja, wir produzieren den Flugzeugträger natürlich da, wo er schnell fertig wird. Wo er dann hinfährt, entscheiden wir gleich. Aber der ist ja auch ein Weilchen unterwegs. Der fährt auch, glaube ich, 3 oder 4 Felder schnell. Kein Problem. Also ich hätte, glaube ich, hier gerne einen gebaut oder gekauft. Ja, aber hier dauert er 14 Runden und wir können uns nur einen... Gekauft? Ja, wir haben nur 600 Credits, wir können uns nur ein Schiff kaufen. Also hier brauchen wir auf jeden Fall dringend neue Schiffchen, weil hier haben wir einfach zu wenige. Da brauchen wir auf jeden Fall mehr Kreuzer. Fahren wir hier schon mal vor. Mit allem, was wir haben, die Einheit ist auch schon ausgeheilt. Der Kreuzer hinterher. Das ist ein Arbeiter, der kann mal auf das Kupfer. Wo ist das Kupferfeld? Dann hier, ne? Den hat mir ja gerade gebaut. Wo ist der denn? Mine. Eine ganz normale Mine, keine Sonder. Nee, das ist eine ganz normale Geschichte. Und den Kreuzer noch hinterher. Und jetzt könntest du dir überlegen, ob du in Peripheria noch einen Kreuzer baust. Du könntest natürlich auch einen Flugzeugträger hier kaufen, aber der hätte hier noch gar keinen Taktjet zum Beladen. Und der dauert hier 11 Runden. 11 Runden kann man vergessen, aber kaufen? Ich würde hier einkaufen. Der könnte. Wie gut sind die Taktjets beim Bombardieren? Ganz fürchterlich. Ganz fürchterlich die schlecht. Die würde ich nur mitnehmen, um eventuell abzufangen. Show-Effekts wegen. Nee, falls der Gegner Taktjets hat, um unsere Schiffe anzugreifen, brauchen wir Abfangjäger. Ja, wir wollen jetzt zwei Enthauptungsangriffe durchführen. Beim Bombardieren von Städten sind diese Tech-Jets ganz fürchterlich. Die nächste Stufe, die Needle-Jets, die können vielleicht ein bisschen was, aber die Tech-Jets, um Gottes Willen. Aber werden die nicht automatisch aufgelevelt gleich? Ja, vielleicht gleich, in 8 Runden. Dann lass uns doch diesen Krempel mit den Carriers und mit den Tech-Jets vergessen. Einen Carrier brauchen wir drüben auf jeden Fall, da haben wir einen Tech-Jet, den können wir wenigstens mitnehmen dann. Okay, das heißt, hier kaufen wir jetzt erstmal einen... Was kostet denn ein Kreuzer, wenn wir ihn mit Diplomatiepunkten kaufen? Hier macht die Maus gerade ein paar Probleme, entschuldigt bitte. Weiter runter, C wie Cruiser, den können wir uns gerade noch nicht leisten, der kostet 200. Ein Carrier könnten wir uns kaufen. Brauchen wir aber hier nicht, hast du ja gerade gesagt. Und dann warten wir noch eine Runde, oder du kaufst ihn mit Credits, das geht auch. Credits können wir uns leisten, ein Kreuzer. Tu es. Also ein Cutter brauchen wir nicht, weil wir haben genug Nahkampfangriffe, wir brauchen auf jeden Fall einen Cruiser. Ja. Dann kaufen wir den mit Credits dazu. Verdammt teuer, aber wir haben es. Wir haben die Einnahmen, ja. Da können wir hier auch als erstes gleich unseren Schlag durchführen. Also wir hätten dann hier 2 Kreuzer, ein U-Boot und 2
Oder sogar drei Cutter. Kann sein, dass wir zweimal gleich zwei Runden brauchen, aber die Stadt sollten wir uns holen können. Ja, ich hoffe auch, dass das irgendwie klappt. Nur ist das Spiel natürlich dann nicht vorbei. Also wenn die noch Einheiten hat irgendwo und wir nehmen ihr die Hauptstadt ab und sie hat noch Einheiten, um die zurückzuholen. Dann sollten wir vielleicht doch alle beide Schläge auf einmal durchführen. Weil dann das Spiel beendet ist? Weil dann das Spiel beendet ist. Na gut, fahr mit dem mal weiter nach Osten und mach dich da mal bereit. Hört ihr das? Bislang war in dieser langen, langen Let's Play Together-Serie, die wir haben, Christian immer ganz entspannt. Nee, ich bin jetzt nicht mehr entspannt. Ich spüre jetzt hier, dass der Krieg im Hintergrund lauert. Aber ich habe dich lange nicht mehr so angespannt gewirkt. Mhm. Also man merkt wirklich, wenn was drauf ankommt, dann fiebert Christian. Der Puls ist hoch. Ganz ruhig bleiben. Ganz viele Bauaufträge in verschiedenen Städten, die müssen wir gleich auch mal kontrollieren. Primera hungert noch, Lenas Lagune hungert noch. Ach, es ist alles traurig. Da das Alien, das wird einfach mal abgeschossen. Notfalls auch mit Hilfe des Kreuzers. Mhm. Eine Veteranenbeförderung. Für einen neuen Kutter. Ab nach Osten. Hier wollen wir weiterhin mal... Der soll mal die ARD ausspionieren. Du darfst sogar in ihre Grenzen reinfahren. Aha. Fahr mal so ran, dass du die Stadt siehst. Ja... Immer noch 68,8 mittlerweile. Die Stadt ist hart. Die sitzt doch auf einem Hügel, hat deswegen noch erhöhte Verteidigungskraft. Das ist ein Brocken. Ja, das wird schwierig. Klapp mal bitte unsere Orbitalreichweite auf. Aha, die ist nicht sehr groß. Die ist ja geradezu lächerlich gering für unseren TechNet-Hub. Den können wir gar nicht bei dem Angriff gebrauchen. Das ist bitter. Das ist ganz, 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 ganz bitter. Vielleicht eine zweite Stadt gründen noch dazwischen. Dann bauen wir lieber einen Orbitalkomplex noch in Peripheria. Dann erweitern wir das ein bisschen. Dann geht's. Dann machen wir das. Also wieder runter. Okay, Peripheria. Genau, da muss die Bauschlange verändert werden. Dann bauen wir... Genau, zwei Gebäude brauchen wir dazwischen. Und zwar... Das panspektrale Observatorium... Das uns die Reichweite erhöht, allerdings auch nur um zwei, aber das reicht. Da werden doch die Orbitaleinheiten schneller gebaut. Mhm. Genau, und wenn wir wollten, könnten wir jetzt noch den Launch-Komplex einbauen. Also ich denke, der Satellit ist mindestens so viel wert wie ein Kreuzer, wenn wir den gut positionieren können. Mhm. Der Launch-Komplex dauert leider 7 Runden. Was würde der denn kosten, wenn wir den mit Diplomatiepunkten kaufen? Ah ja, 540, hoi. Da sind wir weit von entfernt. Doch, könnte knapp klappen. Das wären 6 Runden. Dann wollen früher angreifen. Dann lass ihn lieber zu Fuß bauen. Wir mit Credits kaufen, das geht schon eher. 360. Das ging in nächste Runde. Ja, das machen wir. Mhm. Ist zwar kein Kreuzer, den wir dann da kaufen, aber mir ist der Satellit lieber in dem Falle. Mhm. Weil 20% für alles, das lohnt sich enorm. Das klingt nicht nur nach einem Baumarkt-Werbespruch. Das klingt auch nach einer guten Strategie. Auf alles außer Tiernahrung, genau. Ja. Mhm. Tiernahrung wird aber von diesem Gebäude nicht gefördert. U-Boot nach vorne. Ach so, wir fahren übrigens, solange wir noch Frieden mit ihr haben, fahren wir natürlich links durch diese Meerenge durch und postieren uns auf der Südseite hier. Obwohl, nee, das ist Quatsch, weil wir müssen ja in Reichweite unseres TechNet-Hubs bleiben. Ja. Mhm. Ja, dann positionieren wir uns auf der Nordseite. Wir sollten jetzt noch nicht zu dicht an den Grenzen ranfahren. Das beunruhigt sie nur. Dann machen wir hier den Sammelpunkt. Wir stellen ja, also der Cutter, der muss ja auf jeden Fall. Ja, nee, das ist ja die Nahkampfeinheit. Mhm. Der kann ruhig von unten kommen, weil der muss sowieso in die Stadt angreifen. Das stimmt, der kann von unten kommen. Den können wir also locker schon mal, positionieren. Durchfahren lassen, genau. Die sind unglaublich mächtig, diese Cutter. Dadurch, dass die 4 Felder weit fahren können sie außerhalb der Reichweite jeder Stadt bleiben und warten. Der kann 2 Felder weit schießen. Den können wir also gleich hier oder hier oder hierhin positionieren. Wer kann 2 Felder weit schießen? Nein. Nicht der Cutter. Ach nee, Moment, ich hatte doch... Ach, das sind 2 Cutter. 3 sogar. Wir haben 3 Cutter hier stehen. Wo ist der dritte? In ihren Grenzen. Direkt nördlich von diesem Artillerie-Fahrzeug. Dann wären wir gleich hier... Das heißt, die Cutter kommen alle auf die Südseite. Puh. Gut, der Kreuzer hinterher. Die Beschusstruppen, genau. Der nächste Kreuzer auch. Von Susis Geschenk aus. Der heilt sich hier kurz. Genau. Das mache ich manuell. Weil wer weiß, wie viele Runden das sein wird.
Und der hier, den... Mit dem Kreuzer fahren wir Richtung Osten. Nein, du schießt da diesen Ripper unten ab, würde ich vorschlagen, dass der weg ist. Mhm. Mache ich gerne, fahre ich hier hin. Kann ich schon mal ein bisschen dichter ranfahren. Kultur und auch Wissenschaft. Wunderbar. Und mit dem Kreuzer? Noch ein Kreuzer fertig. Das war Kreuzer Nummer 2 hier für die Südfront. Genau, geht's Richtung Süden. Da bleibt er erstmal ein Weilchen. Das ist der einzige Kutter, den wir hier an der östlichen Seite haben. Mhm. Den müssen wir... Ja, genau, lieber Manuel. Den müssen wir hegen und pflegen. Mhm. Ja, vielleicht bauen wir uns noch einen weiteren. Wir wissen es nicht. Jetzt haben wir da einen weiteren Kreuzer in Lenas Plattform. Genau. Sehr schön. Auch Richtung Osten, bitte. Ja, nicht so weit. Wir sollten uns mal vielleicht hinter Lenas Lagune irgendwo sammeln. Mhm. Und hier haben wir das Unterseeboot. Das kann schon mal nach vorne spechten. Das wird eh nicht gesehen. Mhm. Und es ist so langsam. Eine Runde weiter nach Deep Castle und zur ARD hin. Mhm. Hier wird es langsam ernst. Meinst du, die bekommt das schon mit, die Arsche Kischk? Die freut sich noch und denkt, wir wären befreundet mit ihr. Wir haben ja kein böses Wort in ihre Richtung verloren, das ganze Spiel über. Liebe Leute, liebe Zuschauer, wollt ihr mit uns befreundet sein? Hm. Lohnt sich. Ganz viele Good Vibrations kommen dann von uns rüber. Wir kommen euch auch gerne mal besuchen, wenn ihr zum Beispiel ein Geburtstagsfest habt oder einen anderen Anlass. Wir kommen dann mit Schiffen vorbei oder mit irgendwelchen anderen Gefährten, kommen mit unseren Panzern angerollt. Ihr dürft dann auch mal anfassen oder zumindest reinschauen. Euch kurz vor die Kette legen oder so, alles in Ordnung. Reinschauen nicht in den Panzer rein, da habt ihr was missverstanden, aber reinschauen könnt ihr sicher in das Mündungsrohr. Mhm. Bis dann, freuen wir uns drauf. Tschüss. Ciao.